Jojo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück beim FC Schalke 04. Wir stehen im Saisonendspurt. Der 32. Spieltag steht an gegen Dynamo Dresden. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir gehen rein jetzt in das Spiel und wollen natürlich die letzten drei Spiele vernünftig bestreiten. Deswegen ist heute auch ein Sieg Pflicht gegen die Dresdner. Wir wollen gewinnen. Wir wollen zeigen, dass wir zu Recht aufsteigen. Sidi Sané mit dem 1-0. Ganz stark. Quedraogo bekommt heute den Vorzug erstmal vor Salazar auf der zentralen Mittelfeldposition. Das ist auch die zweite Position, wo wir was verändert haben. Greimel geht noch oder ist noch in die Innenverteidigung gekommen. Mathis Tell mit dem 2-0. Stark. Ist auch wieder zurück, ne? Tell, vormäßig. Richtig nice. Quedraogo macht gutes Spiel bisher. Note 2. Bin ich zufrieden mit. Gelbe Karte ist natürlich nicht so schön. Aber das schaut doch gut aus. Erstmal ohne Wechsel in die zweite Hälfte. Anschlusstreffer von Osborne. Stunde gespielt. Ja, wie gesagt, Greimel hat heute mal den Startelf-Einsatz auch verdient. Hat länger nicht gespielt. Und Quedraogo genauso. Also hat seine Sache immer gut gemacht. Wenn man ihn eingewechselt hat, hat dann auch mal jetzt verdient, von Anfang an zu spielen. Ne? Genau. Piringer lassen wir erstmal drin. Tell hat sein Tor gemacht. Da können wir Afif nochmal bringen. Ja, gelbe Karte. Kraus nehmen wir nochmal raus. Lassen wir Quedraogo ruhig mal durchspielen. So, die letzten 20 Minuten. Es steht weiterhin 2-1. Für uns jetzt das 3-1 durch Sané und er hat schon wieder einen Doppelpack gemacht. Also wie der momentan drauf ist, das ist unfassbar, ne? 3-1 gewinnen wir. Einfach nur wow. Wir haben jetzt 95 Tore erzielt. Also ich bin gespannt, ob wir die 100-Tore-Marke hier noch knacken werden. Sehr zufrieden mit dem Spiel. Da kann man nichts anderes sagen, ne? Präsident Schröder sagt, heute wird einfach nur gefeiert. Freibier für alle. Yes! Boah, ist das ein geiles Gefühl, ne? Wenn man weiß, man ist schon aufgestiegen. Ich hoffe, dass wir das dann, oder ich hoffe, dass der Verein das dann in der ersten Liga besser macht als beim letzten Aufstieg. So, auf dem Transfermarkt ist ja auch schon einiges passiert. Unser Name steht natürlich da auch ein paar Mal schon, denn wir haben ja schon einige Spieler, ja, verkauft sozusagen. Und ansonsten, ja, jetzt was richtig Großes ist da noch nicht passiert. Emanuel Dennis, der kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Marco Friedl wechselt zu Feyenoord von Bremen. So, weiter geht die Verhandlung hier mit Kerim Cananoglu und den Vereinen Holstein Kiel. Wir müssen jetzt ein bisschen mitgehen hier, denn sonst werden die Vereine abspringen, denke ich. Wenn wir 2,2, 2,3 für ihn bekommen, bin ich recht zufrieden. Hier können wir aber nochmal die Forderung stellen. Geduld ist da noch recht hoch. Bei Tavares ähnlich. Pauli, ja, 2,3 wäre schon echt gut, ne? Forderung stellen. Wenn sie den Spieler haben wollen, dann zahlen sie das auch. So, Hessen-Kassel hat Interesse an Niedermüller. Soll die Sekretärin einen Termin in einem Restaurant mit ihm vereinbaren? Ja, den können wir ruhig abgeben, ne? Also, talentemäßig müssten wir dann halt wirklich auch in der zweiten Mannschaft mal gucken, wen gehen wir da ab. Tavares wechselt nach Düsseldorf für 2,5. Das ist gut, da bin ich zufrieden mit. Den haben wir ablösefrei geholt damals. Ja, 1,5 Marktwert, 1 Million mehr ist okay. Mannschaft der Woche, Tom Kraus, werden wir auf jeden Fall loben. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Tage bis zum Bremen-Spiel. Und ich glaube, da sind wir auch fast durch mit den Transfers, ne? Tavares, Kerk, Verhandlungsstatus, Cananoglu. Genau, ist nur noch die Cananoglu-Verhandlung. Ja, und jetzt Niedermüller, okay. Aber wie gesagt, in der zweiten Mannschaft haben wir auch etliche Spieler, ne? Also von Talent her sieht das recht ordentlich aus. Ich denke mal, die würde ich alle abgeben wollen. Die könnten wir eigentlich auch schon mal anbieten. Ach so, Niedermüller, den hatten wir ja schon. Machen wir das Ganze doch mal hier. Landfahr, warum kann ich den nicht anbieten? Dann haben wir Tiag Scheller, 175. 200. Bukake. Oh, was für ein Name, ne? Bukake. 300.000. Bisschen mehr kann man schon verlangen, ne? Elias Kurt, 260. Ist auch ein bisschen Geld, was wir einnehmen und wo wir ein bisschen Gehalt sparen, ne? 175. Die Jungs, die sind ja nicht schlecht. Die sind ja nicht schlecht. Aber für unser Niveau halt nicht mehr zu gebrauchen, ne? So, Meisel, 450.
Starke Verhandlungen hier, ne? Çalhanoğlu, Regensburg, 1,7. Ah, wir bleiben da hart, ne? 1,8 ist schon, wäre schon echt gut, ne? Bokake 0, wieso 0? Läuft der Vertrag aus? Ach so, der ist eh ablösefrei. Ja gut, dann können wir das ruhig unterzeichnen, das ist ja nicht das Problem. Der hat noch ein Jahr Vertrag, die bieten 430, Forderungen stellen. Scheller hat bis 26 Vertrag, da können wir auch nochmal die Forderungen stellen. Machen wir überall Forderungen stellen hier. 210, das sieht ja schon recht gut aus. 170, 160. Fußballer des Monats April, Kimmich mit 45,5%. Bayern übrigens Meister geworden in der ersten Liga. So, Lizenz haben wir bekommen, ohne Probleme. Ist ja auch gut, ist ja auch klar, wir sind ja auch überall im Plus hier. So, die Option wurde jetzt gezogen. Heute war der Stichtag und ich war mir nicht ganz sicher, aber ich habe ja gesagt, vielleicht Ende April. Heute war der Stichtag für das Ziehen von Optionen. Der Verein hat somit die Option auf eine Verlängerung gezogen. Ihr Vertrag verlängert sich somit automatisch um ein Jahr. Okay, ist vollkommen okay. Ich habe, wie gesagt, momentan auch richtig Bock auf dieses Schalke-Projekt. Wir sind jetzt so weit gegangen und wollen uns jetzt wirklich nochmal versuchen, in der ersten Liga zu etablieren. Ja, ich hoffe, dass wir das schaffen. Von daher absolut okay. Dieses eine Jahr bleiben wir hier noch und dann gucken wir, was noch geht. Ach nee, hör auf. Choupo-Moting hat die Option gezogen. Warum? Posten am Karriereende. Ja, aber den werden wir dann in die zweite Mannschaft stecken, ne? Okay, hat er ja ein Recht drauf, die Option zu ziehen, ne? Ist ja auch okay. Hatte ich nicht mal auf dem Schirm, dass der noch eine Option da im Vertrag hat. Ich hab's nicht so mit Optionen, ehrlich gesagt, ne? Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Fußballer des Monats ist Sidi Sané. Er gewinnt 3 Moralpunkte, hat er sich auch verdient, wirklich. Also, starker Monat auch von ihm gewesen, muss man ganz klar sagen. Gesamtlevel jetzt auf einer 77. Wow, ich bin gespannt, was da entwicklungsmäßig noch geht. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass der sich so gut entwickeln tut. Also, ich hatte den noch nie in einer meiner Karrieren, ehrlich gesagt, seitdem ich den FM spiele. Noch nie Sidi Sané in meinem Kader gehabt. Ich hoffe natürlich, dass da auch hier im Talentebereich was geht. Vielleicht eine Talenterhöhung, aber bei dem Durchschnitt eher unwahrscheinlich, ne? Aber mal gucken. Er hätte es sich auf jeden Fall verdient. Ja, nicht nur die erste Mannschaft ist uns wichtig, natürlich auch die zweite Mannschaft. Und deswegen schauen wir nochmal kurz drauf, wo die hier stehen. Die haben gegen die Dortmunder 1-0 gewonnen. Jawohl. Sehr stark. Platz 11 ist erstmal okay, sage ich mal. Ja, wir haben noch 2 Spiele jetzt. Also absteigen können sie auf jeden Fall nicht mehr. Das ist wichtig. Das war mir wichtig. Auch in der A- und B-Jugend. 2 Spiele, 6 Punkte. Können auch nicht mehr absteigen. Gut, haben sich da auch erstmal gesichert. 1-0 gegen Gladbach gewonnen, 2-1 gegen die Bayern gewonnen, 5-1 gegen Schalke. Also die Systemumstellung hat, glaube ich, ein bisschen was gebracht, ne? Die B-Jugend hoch auf Platz 6. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Das sieht doch recht gut aus. Und ich muss sagen, unsere Spieler sind recht interessant für andere Vereine, ne? Also da ratteln ja die Angebote rein hier und viele Wechsel stehen jetzt auch fest. Lanfar wechselt zu Felbert. Hatzer wechselt zu Ferl, Scheller wechselt nach Wiedenbrück, Kurt nach Meppen. Kein Verein an Jamfi interessiert, okay. Den können wir nochmal anbieten. Obwohl der eine Stärke von 60 hat, ne? 235 Marktwert. Sollte doch auch ein Verein zu finden sein. Und Meisel wechselt nach Hartberg. Sehr gut. So, die zweite Mannschaft hat jetzt noch ein Spiel. Und dann müssen wir gegen die Bremer ran, ne? Das letzte große Spiel hier in der zweiten Liga. Und da sind wir schon. Gegen die Bremer im Weserstadion, ne? Das wird nochmal ein schweres Spiel. Ibrahimovic traf im Hinspiel 2-mal. Diesmal wird aber Sané von Anfang an spielen, weil er einfach eine unglaubliche Form hat, ne? Und moralmäßig ist das auch einfach ganz stark. So, Karius ist verletzt. Ja, dann wollen wir es angehen. Gegen die Bremer. Am vorletzten Spieltag. Mal schauen, was wir hier noch reißen können. Unsere geile Serie wird heute sicher nicht von denen kaputt gemacht. Ihr werdet heute Geschichte schreiben. Finde ich jetzt nicht passend, ehrlich gesagt. Geschichte geschrieben, weiß ich nicht. Unsere Serie wird nicht kaputt gemacht. Gucken wir mal. Aber wir sind eigentlich stark drauf, ne? Aber
bei so einer Ansprache, aber die Möglichkeiten sind schon da. Nach 15 Minuten, halbe Stunde gespielt, weiterhin 0:0. Verletzung Seiten Bremen. Oh, Smolov macht das 1:0 für Bremen und da ist es wieder, ne? Starke Ansprache gehalten und dann kriegt man hier wieder das Gegentor. Ist doch jedes Mal das Gleiche hier. So, zum Glück steht für uns nichts mehr auf dem Spiel. Resultat ist enttäuschend. Ja, übertreiben muss man auch nicht. Hier geht mehr. Versucht es wenigstens, ne? Auch gegen Bremen kann man gewinnen, ne? Aber dann müssen wir ein bisschen mehr tun. Das ist zu wenig. Afif nochmal rein. Weiser mit dem Eigentor. In der 56. Geht da jetzt noch was? Holen wir uns noch den Sieg. 20 Minuten Spielzeit. 2:1 Afif. Jawohl. Gute Einwechslung gewesen. Und Hari setzt noch einen drauf zum 3:1. Und wir schlagen auch die Bremer. Wir vernichten alles hier. Absolut stark. Absolut stark zurückgekommen. Auch wieder in diesem Spiel nach Rückstand. Am Ende 3:1 gewonnen. Also wie viele Spiele wir hier in der Saison auch gedreht haben. Sehr nice. Also uns fehlen noch 2 Tore bis zur 100er Marke. Es wäre unglaublich, wenn wir das auch noch schaffen würden. Ne? Die Stimmen. Trainer Alexandre. Wir wollten eigentlich einen Punkt mitnehmen, aber wir haben das Spiel durch einige individuelle Fehler wieder entschieden. Der FC Schalke 04 hat den Ball schnell und gut laufen lassen. Meine Mannschaft ist nicht zwingend in die Zweikämpfe gekommen. Der Sieg war verdient. Ein Fan aus Gelsenkirchen sagt, dieser Trainer ist das Beste, was dem Verein hätte passieren können. Danke für dieses große Lob. Wenn man sowas liest, freut man sich natürlich, ne? Ist klar. 88 Punkte auf dem Konto, eine Niederlage in 33 Spielen. Ist einfach geil. Warum saß Sönsch das ganze Spiel auf der Bank? Ja, muss sich halt ein bisschen aufdrängen im Training, ne? Hat die letzten Spiele jetzt nicht mehr gespielt. Aber ich denke mal, gegen Bielefeld werden wir mal ein bisschen rotieren. So, was haben wir hier noch? Freiburg verstärkt sich mit Mirandschuk, dem Linksaußen oder linke Mittelfeldspieler. Ibrahimovic erreicht neue Erfahrungsstufe. Golf-Challenge, ja, den nehmen wir nochmal an. Endet in einer Niederlage. War klar, ne? Mannschaft der Woche. Krejci, großes Lob. Afif, super letztes Spiel. So, neue Erfahrungsstufe 2, sehr gut, den können wir auch mal loben. Können wir nicht. Okay. Wird gegen Bielefeld dann auch mal wieder von Anfang an spielen, Ibrahimovic. Können wir schon mal aufstellen, die Mannschaft. Ja, wir wollten mal wieder Söyüncü in den Verteidigung bringen und Collins, ne? So, dass die auch nochmal ihr Spiel bekommen. Ibrahimovic auf rechts. Wir starten mit Afif diesmal wieder auf links. Und na, Piringer, wie sieht denn das aus, die Torjägerliste? Kann ihn da noch einer überholen? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich denke, mit 30 Toren, das ist schon richtig stark. Da kann Demirovic auch nochmal von Anfang an spielen. So, Salazar. Können wir wieder bringen. Ne, wir lassen Krejci nochmal von Anfang an spielen. Also, Freunde, der letzte Spieltag gegen Arminia Bielefeld in der zweiten Bundesliga. Mal schauen, was das wird. Oh, Afif hat sich noch verletzt. Oh, was heißt verletzt? Ist krank. Magen-Darm-Grippe. Dann wird doch Tell nochmal von Anfang an spielen. So, Nani. Wir müssen nur mal gucken, ob wir vielleicht nochmal ein Abschiedsspiel organisieren können. Müsste ja eigentlich gehen, ne? Urlaubsbeginn. Weil ich sage mal, Nani beendet seine Karriere, ne? Geht nicht. Geht leider nicht. Na gut. So, zweite Mannschaft. Okay, hier passt soweit alles. Vielleicht nehmen wir Nani nochmal mit. Achso, haben wir schon, okay. Ja, dann gehen wir rein in die letzte Partie hier. Gucken, ob wir hier auch nochmal einen Sieg einfahren können. Platz 6, Arminia Bielefeld. 34. Spieltag. Das ist das Spiel eures Lebens. Ja, die schießen wir aus dem Stadion. Na los. 100 Tore Marke knacken. Wäre geil. 20 Minuten 0:0. Jetzt die erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Boah, wir drücken jetzt. Wir drücken jetzt. 0:0 zur Pause, so wie es aussieht. Jawohl. Da geht noch ein bisschen was. Da geht noch ein bisschen was. So, zack. Kommt, ihr müsst doch nur 2 Tore erzielen. Dann haben wir die 100er Marke geknackt. Es ist noch nicht vorbei, ihr müsst an euch glauben. Piringer rein. Salazar rein. Sané rein. So, jetzt aber.
1-0 durch ein Eigentor. Bitter für Bielefeld. Ah, wir drücken auch hier, ne, auf das nächste Tor. Na los, Jungs. Wo seid ihr? 10 Minuten noch. 2-0 Sané. Auch hier trifft er wieder. Und Tell macht noch das 3-0. Ja, somit haben wir 3 Treffer zu verzeichnen und dann haben wir wohl die 100-Tore-Marke auch geknackt. Wahnsinn. 101 Tore erzielt. Boah. 91 Punkte geholt. Also so souverän, ne, hätte ich nicht gedacht, dass wir echt so souverän als Aufsteiger hier in die erste Liga hochgehen. Das ist der Wahnsinn. Ja. 34 Spiele, 29 Siege, 4 Unentschieden, 1 Niederlage. Und das über die ganze Saison, ne? 101 Tore erzielt. Wir haben die beste Abwehr mit 26 Toren, Gegentoren. Das ist auch richtig stark. Und wir können komplett zufrieden sein. Wir können einfach zufrieden sein. Die Stimmen. Augsburg übrigens auch aufgestiegen, ne? 75 Punkte, haben auch gewonnen gegen Saarbrücken. Und im letzten Spiel unentschieden gegen Sandhausen. Davor gegen Rostock 5-1 gewonnen. Also auch Augsburg souverän als zweiter 100%iger Aufsteiger gesetzt. Und die Bremer müssen in die Relegation, ne? 70 Punkte. Da bin ich mal gespannt. Gucken wir doch mal hier. Union Berlin führt Bochum. Also die müssen gegen Union dann ran. Na, mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Die Stimmen, Trainer Forte. Wir müssen nicht auf die Stärken von Bielefeld näher eingehen. Da muss man sogar auf den Busfahrer aufpassen. Das haben wir heute nicht gemacht und verdient verloren. Für uns war es ein schöner Tag. Wir hatten viel Arbeit, bis wir Bielefeld soweit hatten. In der ersten Halbzeit haben wir uns so auf den Zweikämpfen verstrickt. Mit dem 2-0 ist dann endlich der Knoten geplatzt und am Ende gewinnen wir auch dieses Spiel souverän mit 3-0. Nehmen die 3 Punkte nochmal mit und festigen einfach nochmal unser Ansehen da in der zweiten Liga, ne? Definitiv verdienter Aufstieg an dieser Stelle, freue ich mich sehr. Und wir sind gespannt, wer hier in der Mannschaft des Jahres steht. Die Reserve verliert nochmal 0-3 gegen Ferl. Und ja, dann gucken wir mal. Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung. Ja, können wir direkt verhandeln. Summe erhöhen. Unterschreiben wir. Gut, Ligapreisgeld verteilt. Wir haben... Wieso für den zweiten Tabellenplatz? Wir sind Erster, verdammt. 16,58 erhalten. Mannschaft des Jahres. Oh, Tom Kraus und Salazar. Meine Güte, Salazar. Ja, aber es wird ihm vielleicht auch gut tun, ne? Auf jeden Fall. Die müssen wir nochmal beide loben. Ich hoffe, dass es bei Salazar auch funktioniert. Dass wir ihm da mal was sagen können. Aber auch hier wieder nichts. Schade. Schade. Mannschaft der Woche, Kraus und Tell. Tell Gesamtlevel 80. Boah, ich glaube, in der ersten Liga wird da sehr viel passieren bei ihm. Starke Entwicklung genommen. Seitdem er bei uns ist, bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. So, Reserve, wie schon gesagt, 0-3 verloren. Und ihr Präsident Schröder beruft ein Meeting zur Nachbesprechung der Saison. Er ist hocherfreut, dass der Aufstieg geschafft wurde und freut sich auf die Herausforderungen in der kommenden Saison. Yes, ich mich auch. An dieser Stelle freue ich mich auch, dass ihr hier auch wieder mit am Start wart. Die letzten 3 Spiele waren auch noch sehr spannend. Wir haben uns komplett durchgesetzt, haben über 100 Tore erzielt in dieser Saison. Unfassbare Saison gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Saison hier so verfolgt habt. Die Klickzahlen waren wirklich sehr, sehr stark, auch in den letzten Videos. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Wir wollen das natürlich nicht an den Klickzahlen festmachen hier, aber ich freue mich natürlich, wenn viele von euch die Videos anschauen und gerade die Schalke-Karriere kommt sehr, sehr gut bei euch an. Das freut mich sehr. Ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt hier offscreen bis zum Saisonübergang simulieren und dann sehen wir uns beim Saisonübergang wieder. Und wir haben ein bisschen Arbeit noch vor uns. Wir müssen gucken, wegen dem einen oder anderen Transfer vielleicht noch im Sturmzentrum oder für das Sturmzentrum, haben wir ja gesagt, dass wir da vielleicht nochmal was machen wollen. Voraussichtliches Transferbudget liegt jetzt bei 21,5 Millionen, also wir hätten da auf jeden Fall ein bisschen Geld zur Verfügung und auf der Torwartposition wollten wir noch mal gucken, was wir da machen können. Ne? Also wir haben da noch ein bisschen Arbeit vor uns und dann halt Trainingslagerplan etc. Das kennt ihr ja schon alles, um es dann vernünftig auf die Bundesliga-Saison zu konzentrieren. Und ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt, ich denke ihr auch und wir bleiben auf jeden Fall noch
ein Jahr Schalke treu und dann gucken wir, was dann am Ende der nächsten Saison passiert. Aber jetzt gehen wir erstmal mit voller Motivation in diese erste Bundesliga-Saison. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund und so, wie ihr seid. Und lasst gerne was da. Ich freue mich drüber. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.